Die Predigt Jesu war auch für seine Zeitgenossen unglaublich hart und radikal. Wer kann das anhören? So haben wir im Evangelium des letzten Sonntags gehört. Heute sind wir geneigt, alles weich zu spülen, alle Ecken und Kanten zu polieren und wir machen aus Jesus einen Softie, der alles gut heißt, vor allem das gut heißt, was ich denke und was ich tue. Das ist aber nicht der biblische Jesus. Der Jesus der Evangelien ist an Radikalität kaum zu überbieten. Radikal heißt freilich nicht populistisch, sondern er geht den Dingen an die Wurzel. Und die Wurzel des Bösen ist leider mein eigenes Herz. Deswegen die klare Aussage: Nicht was von außen in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was von innen herauskommt. Jesus bewegt sich hier eigentlich ganz im Einklang mit der Lehre der Rabbinen. Im Talmud gibt es eine Passage, die das Gleiche sagt. Wunderbar poetisch heißt es dort: Achte auf dein Herz, denn es formt deine Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie formen deinen Charakter. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Kommentare freue ich mich im Feed des Posts und natürlich freuen wir uns über neue Abonnenten.